Hey, hey, hey! Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft! Woop, woop, woop. Das tut mir leid. So, was ist letztes Mal passiert? Wir haben letztes Mal... Was haben wir gemacht? Wir haben den Spinnen aus dem Maul gehauen, die Höhle ist sicher. Und wir sprachen letztes Mal nämlich vom Enchanten und von Silk Touch. Und ich habe auch Silk Touch letztes Mal nicht so richtig erklärt, warum das überhaupt so gut ist und warum das eventuell wichtig sein könnte. Ich habe ja schon erklärt, ne, dass man quasi dann Diamanten so als Erz abbaut, quasi wie so einen Goldblock. Und den kann man dann wieder aufstellen. Und warum ist das jetzt überhaupt so gut? Kann man aber auch direkt abbauen und fertig ist der Lack. Naja, aus einem Diamantblock oder Kohleblock oder Redstone-Block kommt ja immer mehr, also mindestens eins raus, aber auch mehr. Ja, ihr wisst, was ich meine. Aus einem Block Redstone kommt halt ein Redstone oder fünf raus, oder keine Ahnung, was vier, ich weiß nicht, was das höchste da ist. Und das heißt, das Inventar ist ja halt relativ schnell voll dann. Das sehen wir hier, wie viel Redstone wir rausgezogen haben. Und jetzt stellt euch vor, das wären aber 64 Blöcke Redstone. Das wäre ja viel mehr als ein so ein Stack Redstone. Versteht ihr, was ich meine? Ja, das wäre deswegen Silk Touch. Silk Touch macht halt das Inventar nicht so schnell voll. Das heißt, man kann länger in der Höhle bleiben. Lassen Sie mich durch, Entschuldigung. So, ich sprach aber davon, dass ich eine Idee habe oder eine Möglichkeit habe, wie wir relativ fix Level farmen können. Wir brauchen ja noch 5 Level, bis wir den Silk Touch Gedöns da rauf machen können auf unsere Spitzhacke. Beziehungsweise, bis wir hier Luck 3 drauf haben, Fortune 3. Und dafür gehen wir mit Nether. Den habe ich hier letztes Mal schon angesprochen und angeteasert, dass wir den hier haben. Und hier bauen wir mal unseren... hier bauen wir mal unser Portal auf. Was war jetzt der Plan? So. Ja, bin ich nicht ganz zufrieden mit. Wir machen das so und muss aber... die Decke ist wahrscheinlich auch viel zu niedrig. Jo, minimal. Es sieht einfach nicht schön aus. Ich weiß, ich kann das auch, ne, dass das halt hier 2 sind und 3 nach oben. Ich werde es auch wahrscheinlich 3 nach oben lassen. Wir machen 4 nach oben, damit es ein bisschen besser aussieht. Weil, ne, wenn ich das jetzt normal baue, dann ist halt nicht mehr symmetrisch mit dem Raum. Das kotzt mich an. Das kann ich so nicht stehen lassen dann. Ja, das ist okay. Da müssen wir nochmal den Raum, müssen wir nochmal schick machen irgendwann. Das reicht jetzt aber. Zacki, zacki. Netherportal ist an. Könnten wir jetzt reingehen? Machen wir auch gleich. Ich habe noch 14 Steine dabei. 14 mal Obsidian. Dafür brauchen wir nämlich die Diamantspitzhacke. Ich nehme die auch mit, die 14 Obsidian, weil wir müssen noch wahrscheinlich ein weiteres Portal bauen. Ich bin auch wirklich im Überlegen, ob es Sinn macht, Silk Touch auf eine Eisenspitzhacke zu hauen. Das ist wahrscheinlich total dumm. So, das heißt, wir sollten vielleicht doch einen Diamanten abbauen und dann Silk Touch auf die Diamantenhacke machen und ihr wisst, was ich meine, ne? Das macht mehr Sinn als auf eine Eisenspitzhacke, weil die einfach schneller kaputt geht. Die Eisenspitzhacke. So, ich habe nochmal eine Schaufel mitgenommen. Wir sind soweit vorbereitet. Ich habe hier auch einen Bogen mit, ne? Weil wir gehen jetzt in eine andere Welt sozusagen. Für die Leute, die Minecraft halt nicht kennen. Oder so ein bisschen, wir gehen rüber und wir gehen. Wir lassen die Hunde hier. Wir lassen die Hunde hier. Das erste Mal seit Jahren, dass ich jetzt in den Nether rübergehe. Hello! Das sieht ja richtig freundlich aus hier. So, da sind Pigmen. Zombie-Pigmen. Das ist jetzt quasi die Unterwelt von Minecraft. Wir haben, was ist das hier? Wie heißt denn das? Nether, das ist ein Stick. Netherrack haben wir. Gut, sehr schön. Netherrack. Damit würde ich nämlich auch ganz gerne den Raum auskleiden, wo das Netherportal steht. Zombie-Pigmen sind schon mal gut. Das ist hier Netherquarz, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wofür ich Netherquarz brauche. Oh, pass mal, da oben waren so Photovoltaikanlagen. Also so Tageslichtsensoren können wir damit machen. Mega cool. Und nein, ich werde nicht mein Bett aufbauen hier. Und schlaf doch mal im Nether. Lowstone nehmen wir mit, das war früher immer so der coole Scheiß. Und es war früher bei Minecraft, ich sage jetzt einfach mal, es war schwieriger, das zu bekommen. Früher, 2000, keine Ahnung wann. Und jetzt ist es einfach so viel hier. Und das war früher so ein Krampf, das zu bekommen. Ja, wir nehmen es nur so ein bisschen mit. Egal, das war nicht unser Plan, wir wollten EP farmen. Und EP farmen werden wir jetzt auch. Ich werde mich mal kurz, Hey, 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 nee. Wo ist der? 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 Habt ihr es gehört gerade? Das ist doch ein Ghast, da hinten ist er. Oh, da sind Magma-Blöcke unten. Also Slimes, nur als Magma-Ding. Ich bräuchte nochmal Slimes. Das macht mich ein bisschen wahnsinnig. Kannst du aufhören damit? Gibt's hier noch einen weiteren Ghast? Die Magma-Slimes sind schon mal interessant. Kommen wir da irgendwie runter? Die Fläche da unten scheint ganz cool zu sein. Wir gehen runter, glaube ich. Ihr werdet gleich sehen, was ich vorhabe. Wie gesagt, Jahre her, dass ich hier unten war, macht mich alles ein bisschen kirre. Ich möchte halt nicht in den Lavasee fallen. Wir haben auch die Diaspitzhacke dabei. Ne? Ja, sicherlich. Klar, hat er mitgenommen. Schlau, wie er ist, der Junge. Freunde, das machen wir hier nicht mit. Kann mal bitte jemand das... Oh, da ist er. Da ist er. Nicht getroffen. Ah, knapp, egal. Der lässt uns hoffentlich in Ruhe. Oh, es gibt Baby-Zombie-Pigmen. Krass, wusste ich nicht. Wo ist denn hier noch ein Ghast? Ich drehe durch, wenn ich das die ganze Zeit höre. Oder sind das die Babys? Das ist gar nicht der Ghast. Habe ich Fackel mitgenommen? Ah, ich habe keine Fackel mitgenommen. Ich kann doch einfach so machen, oder? Ja, zack, haben wir ein Licht. Sehr schön. Ich glaube, es sind die Baby-Zombie-Pigmente. Ne, da oben ist auch wieder ein Ghast. Der sieht mich. Komm. Alter, was geht denn ab? Was sind das für Sounds auf einmal?
tatsächlich aber so nicht in Erinnerung. Die sagen, dass mich die Sounds hier wahnsinnig machen, aber mich machen die Sounds wahnsinnig. Sage ich euch so, wie es ist. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich mache den Kram mal hier wieder zu. Wir gehen mal hier unten rein. Und machen den Kram vor allem auch mal zu. Ich habe Angst, dass ich irgendwo runterfalle und dann irgendwo in Lava drin bin. Da habe ich so gar keinen Bock drauf. So, das ist das Schöne, dass hier alles immer schön brennt im Nether. Wer brennen kann. Oh. Wir gehen ein Stück zurück. Ja, das war jetzt nicht ganz so geplant, ehrlich gesagt. Dann gehen wir hier ein bisschen rein. Nether ist so unberechenbar, Mann. So, ist jetzt nicht schön. Kann man das auch wieder ausmachen? Kann man auch wieder ausmachen. Dann boxen wir uns einmal hier durch und machen hier einmal Licht an. Ich habe ja noch das Obsidian mitgenommen. Das ist jetzt zwar wieder nicht symmetrisch, aber das interessiert uns jetzt an dieser Stelle mal gar nicht. Ich sage dazu, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, ob meine Idee aufgeht, die ich hier vorhabe, ne? Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig, was ich hier gemacht habe. Das ist ein zu tief, verdammt. Zum Glück haben wir die Diamanthake dabei. So müsste es funktionieren. Netherportal. Sehr schön. So, was ist jetzt hier draußen los? Der schreit hier die ganze Zeit blöd rum. Da hinten ist wieder ein Gas. Komm schon. Oh, verdammt. Alter, nein, ich brenne. Doch nicht. Was, fließt du jetzt hier oder was? Komm zurück. Ey. Oh, ich wollte schon sagen, der hat meinen... Aber ist alles noch heile, was ich gebaut habe. 8 Pfeile noch. Vielleicht sollte ich mal ein paar Pfeile machen, bevor ich wieder reinkomme. Wir bauen weiter an meinem genialen... An meiner genialen Farm, die ich mir nicht selbst ausgedacht habe. Die Leute denken sich wahrscheinlich aus, Alter. Was für ein Depp, das funktioniert niemals. Ich weiß, was er vorhat. Und das wird böse enden. So, angeblich soll ich hier in der Mitte stehen. Wo sind Zombie-Pigmen? Hier, komm mal her da. Komm mal ran auf den Meter hier. Ja, aber die EP kommt ja gar nicht zu mir. Wo ist denn die nächste? Hallo. Oh, guck mal. Das ist doch gut. Kommen die alle? Oh, die haben alle Bock. Die sind alle sauer. Freunde, ich bin gleich für euch da, okay? Das ist jetzt natürlich blöd, dass ihr mich gar nicht treffen könnt, ne? Aber ich euch, das ist ja natürlich ganz blöd gelaufen für euch. Das finde ich auch echt schade. Aber was will man machen, ne? Das ist wirklich ganz, ganz blöd gelaufen. Ja, an sich ist das ja nicht so schlecht, aber das gibt mir jetzt ein bisschen zu wenig EP, ehrlich gesagt. Naja, wenn mehr hier wären, dann wäre das alles schon gar kein Problem. Da hinten sind noch welche. Hier waren doch auch welche. Kommen die hier nicht irgendwie hoch oder so? Und da hinten waren auch so ganz viele. Da sind hier auch so viele. Die muss man doch mal anlocken können, Freunde. Wir sind doch genug da, oder nicht? Jungs, jetzt sagt mir nicht, dass ihr da nicht hochkommt. So, das müsste doch was werden. Jetzt macht doch mal hin da. Ich will nicht, dass ihr mir ins Gesicht schlagt. Versteht ihr? Geh doch mal weg da. Das macht mir ein bisschen Angst, aber ich muss da eine Treppe hinbauen können. So, jetzt. Funktioniert die? Sag mal, seid ihr bescheuert oder was? So, jetzt geht's los hier. Aber jetzt da. Oh, verdammt. Jungs, einmal an Tresen bitte. Kein Problem, ich bin sofort da. Ich bin doch sofort da, Mensch. Hallo, wir haben geöffnet. Oh, das ist ja... Das tut mir ja so leid, dass ihr mich gar nicht treffen könnt. Das ist ja völlig gemein hier. Zangi, zangi in dein Gesicht. Das Schwert bringt natürlich gar nichts mit der Verzerrung. Es ist wirklich gar nichts, weil die halt nicht feindlich gesinnt sind eigentlich. Immerhin Level 26. Aber da muss doch noch mehr gehen. Da kann doch jetzt nicht alles gewesen sein, was ich jetzt hier an Level rauskriege. Was ist denn da mit den Kleinen? So, hier kommt man jetzt aber auf jeden Fall gut hoch. Ist das ein Hühnchen? Seit wann spawnen denn hier Chickens drin? Und die haben keinen Bock auf Angriff, aber ich hab Bock auf Angriff. Ehrlich, von hier kommt man jetzt auch hoch. Das heißt, wir können mal eben, der am weitesten hinten steht, den einmal anschießen. Und die sind alle sauer. So, wo sind die Kleinen? Komm her hier. Die Kleinen sind heftig, ey. Jetzt habe ich schon Level 26,5. Ja, Level 27, ne? Das geht relativ fix, aber da muss es noch eine bessere Möglichkeit geben. Die sollen sich mal alle erholen von uns. Wir kommen gleich nochmal rein. Wir müssen ja Level 30 erreichen, ganz klar. Ah, was war's? Warum das denn? Oh, das ist nicht gut. Wo ist das denn jetzt? Ich dachte, man muss 1024 Blöcke weg sein. Aber das ist ja durch 8, ne? Das ist nicht so ganz mein Plan gewesen. Ich wollte direkt wieder in mein Haus kommen. Ich bin zu weit gelaufen im Nether. Wenn mich nicht alles täuscht, dann weiß ich, wo wir sind auf jeden Fall. Aber also hier ist Eis. Das ist nicht das Eis vom Anfang. Das ist ein anderes Eis. Wenn mich nicht alles täuscht, war ich hier schon mal beim Farmen. Ich glaube, mich täuscht hier gerade einiges. Verdammt. Gut. Also nicht gut. Ich wollte eigentlich, dass das Portal wieder ins Haus führt. Weil das Ding ist, dass die Netherportale eigentlich miteinander verbunden sind. Und eigentlich gar kein neues hier erstellt wird. Also, weil eigentlich das, was ich im Haus gebaut habe. So, ja, wir sind jetzt mit dem verbunden. Okay, gut. Als Notlösung ist es okay, denke ich. Das heißt, wir müssen näher an dem Portal bauen, wo wir am Anfang gespawnt sind. Damit wir auch direkt wieder mit dem Netherportal, was wir denn hier gebaut haben, ins Haus kommen. Das war nicht ganz so mein Plan gewesen.
Ja, weil ich mir zu sicher war. Da unten ist es. Das reicht schon von hier? Ja, jetzt sind wir wieder zu Hause. Die Frage ist doch jetzt wirklich, ob es nicht noch effektiver ist, einfach in den Wald zu gehen und da Mobs zu klatschen. So, das probiere ich jetzt mal aus. Wir sind eine halbe Stunde drin, Jungs und Mädels. Eine halbe Stunde. Und das gab jetzt zwei Level. Ja, beruhig dich. On top. Mal sehen. Wir schauen mal, was das an EP gibt jetzt hier. Vielleicht, wenn man low ist vom Level, ist das vielleicht eine gute Möglichkeit da mit den Zombie-Pigmen, weil die dich ja nicht treffen können. Ich muss sagen, jetzt zwei, drei Mobs geklatscht und wir haben schon ein halbes Level voll. Also fast ein halbes Level, ne? Wir hatten jetzt noch nicht ganz leer das Level. Ich glaube, das lohnt sich fast gar nicht, da im Nether das zu machen. Ist auch die Frage, welcher Mob halt am meisten... Die Baby-Zombie-Pigmen, die waren krass. Die haben richtig viel gegeben. Gut, die Zombies geben nicht ganz so viel. Aber ich glaube... Also, wir brauchen von den Zombie-Pigmen weniger von der Anzahl her. Aber es dauert länger, weil ich die andauernd da reinlocken muss. So meine Theorie bisher. Die Frage ist ja auch, ob man eine effektive Farm bauen kann aus den Spawnern, die wir in der Höhle hatten. Da hatten wir, glaube ich, 6, 7 Spawner. Das sind ja gar nicht mal so wenig. Aber ich glaube, dass die Cave Spider halt einfach ein Mob ist, der nicht so viel EP droppt. Ich kann mich auch irren. Jetzt sind wir Level 28. Und das waren jetzt hier gerade 5 Minuten draußen. In der Zeit haben wir, also in 5 Minuten haben wir hier ein Level geschafft draußen. Man muss natürlich sagen, wir sind Level 28. Das heißt, die EP, die wir brauchen fürs Level... steigt natürlich jetzt auch immer. Vorteil beim Nether ist natürlich, dass es Tageszeit unabhängig ist. Wir können also jederzeit EP farmen. Aber eigentlich muss man sagen, wenn man jetzt hier auch mal eine Fläche hat, wo richtig was spawnt, und das tut es gerade, weil wir werden jetzt belagert von allen Seiten, dann haben wir jetzt schon ein halbes Level innerhalb von einer Minute voll. Jetzt sind wir schon Level 29. Die Frage ist natürlich auch, ist vielleicht der Platz blöd gewählt gewesen von mir? Hätten wir vielleicht eine Fläche haben müssen... Alter, macht der viel. Die ähnlich... weit ist wie diese jetzt hier, weil hier spawnt natürlich viel, weil hier viel offene Fläche ist. Das ist eben die Frage, ob das im Nether eben auch so wäre. Größere Fläche gleich mehr Spawnplatz gleich mehr Spawns an sich, weil wenn dem so wäre, dann ist das natürlich ein Vorteil, alleine durch die Zombie-Pigmen, die da sind. Und jetzt werde ich eben ein Problem bekommen, es wird dieser Tag, das heißt Zombies verbrennen, Skelette verbrennen, Creeper bleiben zwar da. Bin mir ehrlich gesagt unsicher, es ist jetzt aber Tag, das heißt wir müssen nochmal in den Nether, um den restlichen Level jetzt voll zu kriegen, möglichst ein bisschen mehr. Weil das Enchanten kostet ja auch mal ein bisschen Level. Das ist zum Glück nicht mehr so wie früher, dass das komplette Level abgezogen wird, sondern immer nur noch ein bisschen. Früher war es da einfach deine 30 Level los. Oh, das ist ein Gas. Ei, verdammt nochmal. Dieses Mistvieh, den holen wir uns eben so. Den holen wir uns eben aus der Luft. Wir haben noch ein paar Pfeile bekommen, eben durch die Zombies. Alter, hab ich sein... Ich treff sein Dings. Ich hab... Ey. Kollege. Alter, bist du stark. Bist du stark. Ich dachte, ihr seid richtig... Hab ich gerade beim Gas zweimal... Oh, verdammt. Die sind sauer. Jetzt funktioniert's. Wir sind schon Level 30. Ich glaube, ich habe gerade beim Gas zweimal den Feuerball zurückgeschossen. Aber mit dem Bogen. Ja, so ist das natürlich eine super Möglichkeit, wenn einfach so viele da sind. Weil dann scheint das Level jetzt nicht so das Problem zu sein. Guck mal, wenn sogar da noch welche stehen, die ich die von hier pullen kann, dann ist das natürlich eine richtig gute Möglichkeit. 13,5 jetzt schon. Und das waren jetzt, wie viel waren das? 5, 6, 7? Deutlich weniger Mobs als jetzt außerhalb. Und wir kriegen halt Goldnuggets, ne? Und Goldbarren teilweise. Weil wir die platt machen. Das ist natürlich auch ein guter Nebeneffekt, glaube ich. So, Level 31. Ich glaube, darüber macht es gar keinen Sinn zu gehen, so wirklich. Ich muss sagen, dass ich diese Möglichkeit wirklich mehr feier. Gerade jetzt, wo es funktioniert, dass wir so viele daran kriegen, dann ist es natürlich ein gefundenes Fressen für uns. So, jetzt ist die Frage. Wir könnten jetzt theoretisch die Eisenspitzhacke verzaubern. Und das würde uns 3 Level kosten. Das heißt, wir müssten 2 wieder oben drauf kriegen, damit wir erneut verzaubern können. Ich würde sagen, dass wir uns jetzt einen Diamanten holen und direkt eine Diamond-Pickaxe hier verzaubern, weil alles andere macht, glaube ich, einfach keinen Sinn. Ich muss sagen, ich bin da unentschlossen, aber ich glaube, wir machen das einfach. Wobei, wir haben hier noch einen Diamanten. Oh, wir haben hier noch einen Dio. Und den wollte ich aber eigentlich... Den wollte ich eigentlich in den Trophäenraum tun. Das ist nämlich der erste Dio, den wir gefunden haben in der Kiste. Ich glaube, wir nehmen den einfach, um dann schon mal Silk Touch auf die erste Dia-Hacke zu machen. Und dann enchanten wir den nächste mit Glück und kriegen dann mehr raus. Und dann nehmen wir den ersten Glücksdiamanten. Als ersten Diamanten. So, habe ich mir schon hingeredet. Silk Touch. Yes, Sir. Wir haben Effizienz 4, Silk Touch und Unbreaking 3. Das heißt, die müsste sogar noch länger halten. Ist ganz gut, denke ich. Und damit gehen wir jetzt erstmal in die Höhle und holen uns das Diamant-Erz quasi. So, da sind wir. So, Silk Touch. Leg los. Seht ihr?
droppt als Block. Wie nice ist das bitte sehr? Wie nice ist das bitte sehr? Jetzt haben wir Diamanten, ne? Den Diamantenblock 8-mal. Da kann ja aber mehr rauskommen. Also im schlechtesten Fall wären es halt wirklich nur 8 Diamanten. Aber mit der Glücksspitzhacke erhöhen wir sowieso schon mal unsere Chance, dass da mehr rauskommt. Das heißt also, auf langen Farmtouren können wir einfach jetzt in nächster Zeit viel mehr mitnehmen. Ich bin dumm. Bin ich dumm? Habe ich es genau falsch schon gemacht? Kommt mir jetzt gerade der Moment, wo ich brauche jetzt erstmal nochmal 3 davon raus. Ich hätte die erste mit Glück machen sollen. Das macht gar keinen Sinn, was ich gemacht habe. Ja, dann enchanten wir halt eine Eisenspitzhacke mit Glück. Und dann eine Diamanthack. Oh Gott, das war genau die falsche Reihenfolge. Egal. Es macht, glaube ich, im Endeffekt macht es nichts. Wenn wir jetzt erstmal andere Sachen verzaubern. Okay, ich verzauber jetzt halt auf dem Low-Level irgendwelche Gegenstände, bis wir Glück rausbekommen als Enchantment. Glück 3, endlich. Okay, ich habe sehr viele Level verbraten. Das heißt, wir müssen jetzt 10 Level wieder reinkriegen, damit es überhaupt Sinn macht, dass wir die Diamantblöcke abbauen. Also zurück in den Nether mal wieder und Level farmen. Yay! Wir bauen einfach nochmal eine ganz niegelnagelneue Hacke, die wir dann jetzt verzaubern können. Glück 3 ist drauf. Alter, ich musste so viel Level farmen, weil wir so viel enchanten mussten, bis wir eben dieses Enchantment bekommen haben. Da gehen doch schon mal 2 raus. Hat sich doch schon mal gelohnt. 3, 4. Wir haben insgesamt jetzt 7 raus aus 5. Dann war 8. Ich hoffe, da geht noch mehr. 11 haben wir. 12. Wir haben 12 rausbekommen aus 8 Diamanten. Also das ist also der Effekt, den wir dann hätten. Und im Inventar hätten wir eben dementsprechend mehr Platz für die Dias oder für Redstone oder für keine Ahnung was. So, wir haben 12 Dias. Ihr könnt mal reinschreiben in die Kommentare, was wir damit machen sollen. Beziehungsweise was jetzt irgendwie sinnvoll wäre, was wir damit machen könnten. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da und lasst gerne auch ein Like da. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.